Morgen. Morgen. Wir sind gerade am Bahnhof, haben uns noch was beim Bäcker geholt, weil wir warten jetzt gerade auf unsere Bahn nach Aachen, denn wir bekommen heute unsere Augenbrauen gemacht. Yeah. Endlich wieder. Da freuen wir uns, weil das so ewig lang her ist und man sieht ja gar nichts mehr. Ne? Bei Nelly noch mehr als bei mir. Gut, ich war jetzt lange nicht mehr unter dem Solarium und wenn man dann so hell ist, sieht man noch ein bisschen was, aber so an sich ist es stark verblasst. Und wir wollen das heute mal wieder ein bisschen auffrischen. Wir gehen heute zu jemand anderem als herkömmlich. Mhm. Und wir bekommen Ombre Brows. Yes. Mit guter Technik, ne? Mhm. Yum, yum, ne? Genau. Und Leute, ne? Ich muss euch wirklich sagen, ich bin so enttäuscht von diesem Bahnpersonal bis jetzt, ne? Wir sind ja in einer Zeit, wo wir elektronische Karten führen, ne? Also so ganz normale Monatskarten. Wir mussten uns jetzt extra für unsere Fahrt noch Anschlusstickets kaufen. Das haben die nicht hingekriegt. Also für mich nicht hingekriegt. Ne? Achtung am Gleis. Man hat eine andere Ticket kündigen müssen. Achtung am Gleis. Eine alte. Ein Zug fährt durch. Die hat das irgendwie nicht mit der Kündigungsfrist verstanden. Und statt dass die sich auf uns als Kunde konzentriert, quatscht die ihrer Kollegin noch zu, was sie zu machen hat. Das ist höchst unprofessionell. Ja, das war echt sehr unhöflich. Wir fahren halt sonst nie Bahn. Und dementsprechend waren wir da so ein bisschen. Ja, überfordert, leicht überfordert, hatten viele Fragen und dann wird man dann direkt so unfreundlich. Ich wäre aber auch fast unhöflich geworden. Ja, irgendwann reicht es halt, ne? Ich möchte als Kunde gesehen werden, wenn ich da stehe und meine Fragen dreimal ausführlich fragen muss und die antwortet nicht, weil sie sich da nur drauf konzentriert, ist unmöglich. Hast du dich heute gemütlich angezogen? Ja, mit meinem kuscheligen COD. Hoodie. Geht immer. Ja. Was ist denn da was? Ein Käsebrötchen? Mhm. Wir sind heute Morgen früh aufgestanden. Nelly und ich haben Urlaub. Mhm. Schlafen endlich bis 11 Uhr ungefähr. Jetzt mussten wir heute Morgen früher aufstehen. Deswegen konnten wir nicht frühstücken. That's why. Mhm. Und deine Augenbrauen sehen so aus? Ja. Ich habe tatsächlich heute noch nicht mal geschafft, mir eine Gesichtscreme drauf zu machen. Oder ein Serum oder so, gar nichts. Ist vielleicht auch gerade richtig. Mhm. Soll ja keine Fette auf der Haut liegen, ne? Ja, jetzt vielleicht schon die erste Info. Man darf 48 Stunden vorher keine blutverdünnernden Mittel nehmen. Ist nicht unsere. Peace. Kannst du auch so machen. So. Wir sind jetzt gleich am Bahnhof. Ein Stall. Weiterfahrt. Ne? Ich glaube, man muss leider die Masken immer noch anhaben, ja, wenn man unterwegs ist. Are you excited? Noch nicht so. Eigentlich nicht. Okay. Schon schlimmer. Du mit deinen süßen Notizen hier. Mhm. We have stunning nails in the glittering. I like it. Morgen gehen wir zum Studio. Neue Nägel machen. So, wir sind jetzt in Stolberg angekommen. Stolberg. Stahlberg over there. Ja. Und ich denke, wir müssen jetzt noch eine Bahn nehmen. Und dann, glaube ich, noch ein bisschen, ne? Hast du gesagt, noch ein Bus. Sind wir gleich da. Bye-bye, Bahn. Bye-bye, Bahn. With our broken English. So, wir gehen dann jetzt mal weiter. Suchen unseren nächsten Anschluss. Ja. Gefrühstückt haben wir. Gefahren sind wir schon ein gutes Stück, warm angezogen sind wir auch. Mhm. Ne? Und ja, jetzt steigt so langsam unsere Freude. Mhm. Wir haben uns extra nicht ganz so fertig gemacht. Schminken so oder so nicht. Was soll man sagen, wir freuen uns, ne? Stolberg sieht auf jeden Fall anders aus. Ja, als unser. Wir waren schon mal hier tatsächlich, aber ich kann mich nicht mehr richtig dran erinnern, wann es war und warum. Aber. Ich war beruflich mal hier unterwegs. Ich weiß aber auch nicht mehr warum. Wir melden uns dann immer so zwischendurch. Wir gucken, was halt machbar ist, ne? Was wir halt aufnehmen können und genau. Das halt eben nicht. Ne? Jetzt ziehe ich mir erstmal Handschuhe an. Mir ist nämlich ein bisschen kalt. Wie ich eine kleine Membership, ist mir ist überhaupt nicht kalt. We are a little bit lost here. Müssen wir jetzt so viele Treppen steigen oder doch den Aufzug? Aufzug?
Nee, die hat entschieden. I follow you. Komm, schon wieder direkt wie so eine Bulldogge vorne, direkt am Ausatmen, wie so eine Gestörte. Nee, die nicht einen geilen Arsch in der Hose? Ich glaube schon. Ich glaube es zu wissen. Das wäre ein geiles Insta-Bild, nee, die. Das kommt mir alles so bekannt vor. Kommt es dir bekannt vor? Mhm. Ja, die ist sich gerade am stärken. Mhm. Und einen Knopf hast du. Wir befinden uns jetzt gerade in Eilendorf. Ich hatte einen leichten Nervenzusammenbruch. Ich bin jetzt nicht alt, ne? Aber auch jetzt nicht super jung. Mit dem zunehmenden Alter wird man viel stressanfälliger. Man ist hier nicht zu Hause und man kennt sich hier nicht so gut aus und ja, wir mussten halt vom Bahnhof aus ein Stück gehen und ich bin immer direkt knatschig, wenn ich gehen muss, weil ich bin eine dicke Frau, sage ich immer, und ich bin nicht so beweglich. Da komme ich immer direkt ans Schwitzen und dann das Keuchen und ja, dann geht meine Laune eigentlich immer direkt in den Keller, weil ich das als zu stressig empfinde. Und dann wird sie zickig? Und dann werde ich zickig und dann kriegen es meine Mitmenschen natürlich ab, in dem Fall meine Sister. Die jetzt gerade ein bisschen aggro auf mich ist. So, die Nelly hat jetzt ihre Schablone im Gesicht kleben, damit alles schön gerade und symmetrisch ist. So, das ist meine Vorzeichnung und sie hat es sehr gut gemacht. Das gefällt mir. Die liebe Julia gibt sich ganz viel Mühe für die Nelly und hat jetzt erstmal vorgezeichnet. Also so wollte ich es schon immer haben und die liebe Julia hat sich sehr viel Mühe gegeben. Und das ist jetzt erstmal das Vorgezeichnete. Wir rühren jetzt gerade die Farbe an und dann im nächsten Schritt zeige ich euch dann, wie das aussieht. Genau, hier kommt die Farbe. Hier kommt die Farbe. Dann sind wir gleich mal gespannt. Wir sind gespannt. Bis jetzt läuft alles super. Also hier wurde jetzt schon die Outline gemacht, also den groben Umriss, kann man so sagen. Und der Rest wird ja dann ausschattiert. Mit der Pudertechnik. Schön. So, ich habe jetzt Betäubungscreme drauf. Für 20 Minuten. Und jetzt ist Nati dran. Jetzt kommt's. Genau. Also Nathalie, ne? Genau. So, jetzt bin ich dran. Das ist mein Vorher. Ich kriege jetzt noch die Augenbrauenhärchen abrasiert, das ist mir ja persönlich wichtig, weil wenn ich jetzt die 3 Wochen lang nicht rasieren kann, dann würde ich mich, glaube ich, ein bisschen unwohl fühlen, deswegen lieber jetzt nochmal rasieren. Und dann gucken wir mal, wie es bei mir aussehen wird. So, hallo. Hallo. Das ist jetzt meine Form, die eine Seite. Ich finde, das sieht sehr schön aus. Ich bin noch so mit mir selbst beschäftigt, ich muss selber noch gucken. Blut ist so gut wie gar nicht. Oh, deine Form ist schön. Und jetzt wieder langsam zu mir. Mega. Guck mal leicht zu mir mit dem Kopf. Schön. So, was sagst du? Bist du zufrieden? Ich bin sehr zufrieden. Das ist schön. Sehr zufrieden, sehr einfühlsam. Oh, danke. Gefällt mir gut. Top, ne? Ja. Yeah. Die bekommt jetzt hier noch
Ein Concealer? Pigmentiert, damit man ihre alte Schattierung nicht mehr sieht. Das habe ich heute auch zum ersten Mal gehört, dass man das machen kann. Und das sieht dann so aus, dass man hier mit dem Concealer reingeht. Dann sieht das alles noch ein bisschen precise, also präziser aus. Vorher, also nur mit Outline, und das hier ist jetzt das Ergebnis. We are ready! Hello. We are finally ready! Wir haben 6 Stunden. 6 Stunden haben wir gebraucht. Ich bin aber auch echt ein Problemkind. Ne? Ich bin so perfektionistisch, bei mir muss das einfach perfekt sein. Und die hat sich so hart bemüht. Also ich hätte nicht gedacht, dass jemand so viel Verständnis für sowas hat und für mich hat. Und die ist einfach mega. Also ich kann die euch wirklich jetzt schon wärmstens empfehlen. Wie hieß sie? Julia? Julia. Mega Frau, mega Talent. Hat sie super gemacht und hatte auch mega Verständnis. Und das ist bis jetzt mein bestes Permanent-Make-up. Kann man nicht anders sagen, ne? Bist du zufrieden? Ich bin zufrieden. Mega, mega. Also ich hoffe, dass es mit der Pigmentierung so bleibt. Sie hat uns jetzt gerade noch süß, wie sie ist, zum Bahnhof gefahren. Und jetzt müssen wir auch schon unsere Bahn kriegen.